Was mir echt ein bisschen hängen geblieben ist, dass es einen Riesenunterschied gibt, was die Politik angeht, zwischen regieren und reagieren. Es haben sich die Prognosezahlen verändert. Wir reagieren jetzt darauf. Aber, man muss das Gute sehen. Bitte. Ja? Dann bitte mach es transparent weiter. Ich würde gern lesen, welche Risiken du hast, wenn du 8 Stunden lang eine Maske trägst mit einer halben Stunde Pause dazwischen. This is an illegal war. Welcher Krieg war in den letzten 100 Jahren nicht illegal? Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass mir jetzt jemand sagt, es gibt drei Kriege, die definitiv legal waren, sondern ich hätte gerne das Verhältnis. Was vorher beim Arnold Schwarzenegger habe ich okay gefunden, wenn er da seine Meinung preisgibt, der Schauspieler. Aber was tut bitte der Kogler auf Twitter? Er soll irgendwas dagegen machen. Herr Kogler, Nein, bitte! Du kannst mir nicht erzählen, dass eben abstandslos, maskenlos, verschwitzt, schunkelt und angesoffen die Leute dort feiern können und gleichzeitig Demonstranten verurteilt werden, als Gefährder hingestellt werden, weil sie sie treffen, weil sie keine Maske tragen, weil sie keinen Abstand halten und weil sie gefährlich sind, weil sie das Gesundheitssystem gefährden. Da bist du Staatsverweigerer und Gefährder und da bist du ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Die Maßnahmen werden ja wieder verschärft, gell? Jetzt sollte man nicht mit Masken drin sitzen, aber wir sind in der Natur. Ah, ich hab keine mit. Herzlich willkommen! Na. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Einmal hü, einmal hot, ihr wisst nicht, was wollt's. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Servus. Herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Es ist nicht Trauma. Und auch dir. Weißt, wir haben schon wieder so eine kleine Zeitreise. Heute ist ja Mittwoch. Oder wie wir sagen, es ist 2 Stunden vor der Formel 1 eigentlich. Aber Formel 1 wäre ein bisschen mehr Einstieg gewesen wegen Spritpreisen. Oh. Weil dort hat man nichts gehört, ja. Also die Königsklasse des Motorsports. Aber die haben ja vorhin, mit was fahren denn die? Na schau. Kerosin. Man ist es ja jetzt wirklich gewohnt, dass es überall Sanktionen gibt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie 3, 4 Runden einfach mal wegkürzen wegen der Spritpreise. Das wäre ein gutes Zeichen. Aber da, wo die fahren, glaube ich, danken sie eh was anderes. Oder danken sie eh zu anderen Preisen. Naja. Wenn sie in Österreich fahren, fahren sie nur die Hälfte von den Runden, gell? Das könnte sein, weil zur Zeit, wo der Auftakt ist, dort haben sie genug Sprit. Ja. Aber eigentlich wollte ich dich fragen, wie deine Woche war. Ja, du, Zwiegespalten irgendwie so. So ein bisschen so, man merkt, der Gesundheitsminister fängt zum Arbeiten an, was so, wieder so Zickzackkurs, Maßnahmen beschließen, dann wieder lockern, also der macht das so wieder alter. Also da merkt man, der ist jetzt eingearbeitet, das ja, ist schön. Da ist die Staffel übergeben worden, der macht einfach genau das Gleiche. Der macht genauso weiter. Auf und zu. Ist ja die gleiche Partei, aber ja, auf und zu. Auf und zu und auf. ja, und das Zwiegespaltene, so ein bisschen die Propaganda, gell? Als hätte die Corona-Propaganda nicht gereicht, kommt jetzt noch diese Kriegspropaganda dazu, wo man auch sagen muss, man kann nicht oft genug erwähnen, wie schrecklich dieser Krieg ist und dass der Krieg furchtbar ist und dass man was gegen diesen Krieg hat. Mhm. Aber sobald man erwähnt, dass auf der guten Seite korrupte Politiker sind oder Waffenschieber oder dass seriöse Medien bewaffnetes Eingreifen fordern und somit fast einen dritten Weltkrieg anharzen, ist irgendwie erschreckend. Wie gesagt, wenn man was dagegen sagt, gegen die Guten, ist man Putin-Versteher und wie gesagt, diese zwei Lager jetzt da, bei Corona die Propaganda und im Krieg die Propaganda, ist ein bisschen belastend. In meinem Traum bin ich in Österreich gewesen. Das ist ein Land, wo schon richtig hart. Ja. Dieses Mantra, Hände falten, Goschen halten, das wünschen sich viele Menschen jetzt auch bei diesem Thema. Yes. Aber wir von Nullpunkt, beziehungsweise von Alles Gute Österreich, wir setzen uns da einfach mitten rein und reden einfach über alles. Über was wir reden, hören wir gleich. Zuerst dürfen wir uns bedanken beim Johann J. und bei unserem Robert H., der uns wieder geschrieben hat, und zwar mit folgenden Worten.
Rübennasenhausen und Adelmann. Zwinkersmiley. Siehst du, jetzt haben wir wieder nur die Hälfte mitbekommen. Rübennase. Hey. Danke fürs wöchentliche Highlight und Bildungsfernsehen. Forza, Schuh der Kritiker, alles Gute, Steiermark. Herzlich. Das ist so ein Junior-Texter, kommt mir vor, gell? Er ist tatsächlich, ja. Also Junior-Texter, so ein bisschen so Redaktionspraktikant. Ja. One Take Wonder, Stefan Adelmann. Na hallo. Gefällt mir gut. Können so Gassenhauer schreiben irgendwie, gell? Ja. Ich find super. Also wir nehmen das alles auf. Also nicht nur das, sondern auch das, was du schreibst. Und bedanken uns herzlich. Ja, lieber weiter zu, vielleicht kommt noch die Stelle. Gesegnet sind die Rübennasen. Bevor wir diese Sendung starten, ein kleiner Hinweis. Alle Links zu den Stories haben wir übrigens in unserer Videobeschreibung drinnen. Und da sind auch die Links zu unseren Social-Media-Seiten. Das heißt, wenn ihr uns auf Instagram besuchen wollt, dann gibt es da den Link dazu. Auch den Link zur Telegram-Seite, wo wir die Links zu dieser Sendung hineinposten. Links, rechts, links. Links, 2, 3, 4. Aber wir müssen uns die Frage stellen, über was reden wir heute? Wir sind schon ein bisschen eingestiegen, ja? Aber wir wollen das jetzt nochmal ganz kurz abreißen, was es in der heutigen Folge zu besprechen gibt. Es geht natürlich um die Maskenpflicht, die ab heute wieder in Österreich in Innenräumen gilt, was uns der Herr Rauch quasi gesagt hat. Auch geht es um die aufgeweichten Quarantäneregeln. Was das Ganze mit dem Benefizkonzert im Ernst-Happel-Stadion zu tun hat, hören wir uns auch noch an, beziehungsweise besprechen das. Wir reden über Spritpreise und wir reden natürlich über das Thema Propaganda. Und den Abgang von Gary Feutig aus Gecko heraus, das war jetzt nicht ganz chronologisch, aber wir werden es jetzt einfach angehen und über alles gemeinsam gleichzeitig reden. Wie sogar Deutsche Pickepacke voll, die Sendung. Ja, es ist wirklich, also wir müssen heute ganz viele Themen ganz schnell besprechen, damit wir nicht 6 Stunden hier sitzen, weil, wie ihr wisst, Formel 1 geht los, gell? Ah ja. Wir starten gleich mit dem Johannes Rauch, unserem neuen Gesundheitsminister, der uns vor einer Woche verkündet hat, dass heute wieder Maskenpflicht ist. Und da hat es eine Frage gegeben von den Journalisten, die mir persönlich ein bisschen herausgestochen ist. Was war denn die Frage? Ist der Freedom Day vorbei? Nennt man das jetzt Freedom Day Light? Naja, die Frage war im Endeffekt, ob dieses Hin und Her das Vertrauen in die Politik nicht ein bisschen beschädigt. Aha. Und da war es ja auch die Antwort schon, was er gesagt hat. Ich meine, das ist nur eine möglich, oder? Dass er sagt, er ist der Ruf schon ruiniert, lebt sich sehr schön ungeniert, oder? Ich meine, das ist das, was er sagen kann. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Am besten wir schon rein. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Nein, ich habe eigentlich echt keine Lust. Ich halte das alles nicht mehr aus. Vor 2 Wochen hat es weitreichende Lockerung gegeben. Schon da haben viele Experten gewarnt, dass die zu früh kommen. Jetzt kommt die Kehrtwende. Sehen Sie das als Problem, dass die Bevölkerung vielleicht dieses Hin und Her nicht nachvollziehen kann und möglicherweise sich schwer tut, die Politik ernst zu nehmen? Ja, das sehe ich als Problem. Da muss ich nicht lange herumlamentieren. Das ist ein Problem. Aber wie gesagt, man ist hinten nach immer klüger. Es haben sich die Prognosezahlen verändert. Wir reagieren jetzt darauf. Und mein Zugang ist schon immer nachvollziehbar und klar zu kommunizieren. Aber ich kann jetzt nicht so tun, als hätte sich nichts verändert. Und es ist jetzt notwendig zu reagieren. Und das mag schon ankommen bei der Bevölkerung als einmal so und einmal so. Und ich habe auch gesagt, aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, waren die Öffnungen am 5.3. zu weitreichend und zu früh. Ja toll, aber außer lesen kann man aus dieser Aussage auch nichts. Natürlich ist das Vertrauen der Politik geschwunden, aber da kann er jetzt nichts dafür als alleiniger Mitstreiter. Ja. Ja, schau, er hat natürlich jetzt nicht den einfachsten Job der Welt. Er hat es ihn auch nicht wirklich so gewünscht, mehr oder weniger. Das stimmt. Aber was mir echt ein bisschen hängen geblieben ist, und das ist mir in der letzten Zeit noch viel mehr aufgefallen wie sonst, dass es einen riesen Unterschied gibt, was die Politik angeht, zwischen regieren und reagieren. Es haben sich die Prognosezahlen verändert. Wir reagieren jetzt darauf. Wenn man ein Land regiert, dann kann man... Dann hat man das im Griff quasi. Dann hat man so ein bisschen so den Ausblick, versucht quasi Sachen zu verhindern durch die Politik. Ja?
Da hätte man zum Beispiel vor Jahren schon irgendwie in die Pflege investieren können. Und dann haben alle gesagt, nein. Wir haben fast 2 Jahre Pandemie. Die Arbeitsbedingungen sind nur schlechter geworden. Es gibt im Budget keine Verbesserungen, gesetzlich keine Verbesserungen. Doch noch immer wird über grundlegende Reformen bloß geredet. Sie endlich zu realisieren, ist die Anerkennung, die sich das Pflegepersonal von der Politik wünscht. Man hätte vor Jahren auch schon in das Militär investieren können, mehr oder weniger, in das Bundesheer. Und da ein bisschen was, weiß ich nicht, dass die auch in der Nacht fliegen können zum Beispiel und nicht nur am Tag. Es besteht die Notwendigkeit, den Eurofighter auch nachtidentifikationsfähig zu machen. Das ist derzeit nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen der Fall. Nämlich durch Sichtkontakt. Und jetzt ist es so, wir reagieren. Es ist wieder viel los, viel Leute sind infiziert. Ja. Jetzt machen wir wieder zu. Aber es ist ein Witz. Das ist richtig. Und klingt bei uns trotzdem jetzt nach einer absoluten Notlösung. Ich würde es als österreichischen Kompromiss bezeichnen. Weil, natürlich. Überleg, wenn du jetzt an die Arbeit denkst, oder denkt bitte an die Arbeit, wenn man da nur reagiert, ist man überfordert. Was? Da kommt man ins Burnout und dann hört man wieder, ja, ich will 100% geben, mir ist es aber nicht möglich, weil das so hart ist. Ja, na klar, weil es keinen Plan gibt und nur reagiert wird und das führt die in eine Belastungsdepression. Ja, natürlich. Also nur reagieren ist einfach falsch. Ja, man muss eine gewisse Zeit vorausdenken, um Sachen zu verhindern. Das ist richtig. Das ist jetzt in den letzten 2 Jahren aus meiner Sicht ganz, ganz schwer gefallen, weil natürlich dieser Virus sehr, sehr dynamisch ist. Aber trotzdem, und das haben wir eben auch in dieser Pressekonferenz raushören können, ist es ein Problem, wenn man zu viel Politik macht und zu wenig auf die Experten hört. Auf der anderen Seite aber auch sich die Frage stellen muss, was wollen wir verhindern? Was haben wir vor? Ja? Und wie ehrlich sind wir mit den Menschen da draußen? Naja. Entscheidet euch für irgendwas, naja. Bleibt es dabei. Es ist ja immer noch das Problem, was die Politiker haben, dass diese Impfung jetzt nicht mehr schützt. Ja? Weil sonst wäre es klar, die Ungeimpften wären immer nur die Bösen, die sollen sie impfen lassen. Mhm. Übrigens, die Heute hat berichtet, 2/3 sind Impfdurchbrüche. Ja? Also 2 von 3 Menschen sind geimpft, die jetzt Omikron haben und auch ins Spital kommen somit. Ja? Mhm. Und da ist jetzt die Frage, was der Gesundheitsminister uns sagen will. Also ist das jetzt so schlimm, dass man Masken tragen muss? Und er hat nämlich gesagt, auch überall, wo es möglich ist. Ja? Also ich hätte mich gewünscht, dass er sagt, überall, wo es sinnhaft ist. Ja? Dann wundert mich auch, dass das Gesetz noch nicht irgendwie durch ist, dass so ein neues Gesetz braucht. Also ich dachte, das hat es schon gegeben, ja, aber scheinbar war das zu schlecht. Das ist ein Punkt. Er hätte ja hinstellen können und sagen können, wir nehmen das alte Gesetz nicht, weil wir gerade auf dem alten Gesetz verklagt werden. Kann man nicht die Verordnung von vor 2 Wochen verwenden, um die Maskenpflicht einzuführen? Ich weiß, das ist manchmal oft schwer nachvollziehbar. Es braucht auch eine Sorgfalt, damit das verfassungsrechtlich hält. Wir haben im Haus etwa 70 Einsprüche von Bürgerinnen und Bürgern, von Organisationen gegen Verordnungen dieses Hauses. Die sind weitgehend abgearbeitet und auch entkräftet. Aber es muss eine Verordnung rechtssicher sein. So ist es. Was? Und das ist halt auch die Realität. Und dann kommt man noch so vor, weil eben jetzt die Gecko-Leute und die Experten, die du vorher angesprochen hast, beleidigt sind und gesagt haben, wir gehen ab, das ist alles uns viel zu schnell gegangen, das ist, sind alles nur politische Entscheidungen. Meiner Meinung nach sind das 2 Jahre lang schon politische Entscheidungen. Ja. Und deswegen kommt der Gesundheitsminister und sagt, ja, na bitte bleibt's Gecko, weil sonst kann man ja gar nichts mehr. Wie kommt denn das bei den Leuten an? Ja, ich stehe euch jetzt ein, dass ihr recht habt und dann sind halt Masken überall, wo möglich ist. Also das kommt mir auch sehr nicht evidenzbasiert vor. Die Zahlen steigen, ja. Seit 2 Jahren steigen die Zahlen, obwohl ich auf Servus TV gehört habe, dass in dieser Woche die Zahlen sogar gesunken sind. Und da frage ich mich auch den einen Punkt noch. Es wird Sommer. Mhm. Ich bin kein Experte. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber die Zahlen werden fallen im Sommer. Der Virus mag im Sommer nicht so, von dem gehen wir aus. Ja. Und dann kann der Gesundheitsminister wieder sagen, ja, er war so gut und die GEKO-Kommission war so gut, weil die haben gesagt, wir wollen Masken und die Zahlen sind gefallen. Und es ist jetzt nur, weil die Masken so gut funktioniert. Buff, baff. Und ein Punkt noch, man sieht, wie schnell es sich ändern kann. Und man wird sehen, die Impfpflicht wird ruckzuck gleich wieder zurückkommen wie die Masken. Indem man sagt, es ist so schlimm, es ist so schlimm, was ja immer schlimm ist. Also ich verstehe ja nicht. Sind es jetzt wirklich die Patienten im Krankenhaus oder die Pfleger, die ausfallen, weil sie Omikron haben? Und das ist ein Punkt, den du vorher erwähnt hast. Mit positiven Tests dürfen die Pfleger mit Masken arbeiten gehen. Also, auf was ich hinaus will,
Die Impfung ist jetzt nicht mehr das Allheilmittel, scheinbar ist es die Masken. Du kannst bitte krank... positiv getestet. Positiv, das ist ein Unterschied. Du kannst positiv getestet als Krankenpfleger arbeiten und Risikogruppen behandeln. Mhm. Also die Masken muss ja super funktionieren, oder? Oder halten die 8 Stunden lang die Luft an? Das ist richtig. Ich würde es nicht empfehlen, 8 Stunden lang die Luft anzuhalten. Das Spannende ist aber bei dieser Pressekonferenz vom Herrn Johannes Rauch, der Rauchhansi. Ich habe mir die live angeschaut und das Witzige war natürlich, das war auf Ö24 und da ist bei Ö24 daneben so ein schöner Banner gewesen, wo Werbung gemacht wurde für das Benefizkonzert für die Ukraine im Ernst-Happel-Stadion. Und da hat es für mich irgendwie einen Zusammenbruch verschiedener Argumentationen gegeben. Weil wir haben auf der einen Seite den Freedom Day. Jetzt dürfen wir alle überall hingehen. In Wien nicht, weil da ist überall 2G. Gut. Dann setzt sich der Bundesminister für Gesundheit hin und sagt, wir brauchen ab nächster Woche wieder Maskenpflicht. Warum? Weil die Zahlen steigen. Okay, passt. Aber wenn du einen positiven Test hast, wo wir im letzten Jahr noch geglaubt haben, wenn du einen positiven Test hast, bist du quasi stirbst. Bist du schon quasi auf der Intensivstation und dann auch im Sarg, dann darfst du wohin gehen? In Niederösterreich zumindest. Du darfst im Krankenhaus arbeiten. So, nächster Bruch. Aua. Und dann sehe ich sogar ein Foto heute in der Früh, Benefizkonzert. Über 40.000 Menschen waren im Ernst-Happel-Stadion, ohne Maske übrigens. Überhaupt kein Problem. Die Heuchlerei tut weh. Nein, das Ding ist einfach nur dieses... Und Heuchlerei verschistert aber. Ich schaue mir eine Pressekonferenz an, ja, wo es um steigende Zahlen geht. Nebenbei ist eine Werbung für ein Konzert, wo die Leute einfach hingehen dürfen. Dann sehe ich, dass 2 von 3 Leuten, die infiziert sind, also einen positiven Test haben, geimpft sind. Und ich denke mir einfach nur, oh gut, 40.000 Leute sind beim Konzert. Was wollt ihr? Genau. Die sind Schulter an Schulter, ohne Maske. Wir werden euch das Bild noch einblenden. Was heißt Schulter an Schulter? Wer? Abstandslos, maskenlos, schunkelnd, verschwitzt und voll angesoffen. Genau. Jetzt haben wir nämlich echt lang gehört, dass im Stehen Alkohol trinken richtig, richtig, richtig gefährlich ist. Im Sitzen geht's. Und auch wenn so nur 100 Leute in einem Raum sind, ist auch okay. Aber da sind 40.000 Leute in einem Stadion, wo wir nur nicht allzu lang darauf gewartet haben, dass man zu einem Fußballspiel wieder hingehen darf. Jetzt sind da 40 Leute für ein Benefizkonzert. Ich meine, wie gesagt, wir sind wieder beim Benefizkonzert, geht das? Naja. Und das muss ich nur sagen. Und das Ding ist das, an dem Tag, wo diese Sendung rauskommt, kann man sich schon ausrechnen, was das mit den Zahlen machen wird, wenn am Wochenende vielleicht in Wien 40.000 Menschen auf einem Platz gesessen, ja, sind. Vielleicht, aber das stört mich gar nicht so. Was mich da dran stört? Bitte? Die Propaganda an sich. Und das nur, weil Präsident Putin diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, den Befehl zu einem brutalen Überfall gegeben hat und die Ukraine mit einem großflächigen Angriffskrieg überzogen hat. Weil du gesagt hast, wir reden in der Sendung Propaganda und da fällt es dann wirklich, wirklich auf. Weil die Medien kritisieren diese Ukraine-Veranstaltung nicht. Ich möchte nur kurz dazu sagen, ich finde gut, wenn für Menschen Geld gesammelt wird. Natürlich. Und das gespendet wird. Also das muss ich noch dazu sagen. Nur jetzt nochmal auf die Propaganda. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass eben abstandslos, maskenlos, verschwitzt, schunkelt und angesoffen die Leute dort feiern können und die Medien das feiern. Ja? Und das gut finden. Und das gut finden. Und bei der Pressekonferenz Werbung machen. Pressekonferenz Werbung machen, ja? Hammer, ja? Mhm. Dass da ein Banner daneben ist und gleichzeitig Demonstranten verurteilt werden, als Gefährder hingestellt werden, weil sie sich treffen, weil sie keine Maske tragen, weil sie keinen Abstand halten, mhm, und weil sie gefährlich sind, weil sie das Gesundheitssystem gefährden, mhm, und da jetzt nicht. Und das ist nämlich die Propaganda. Das ist die Propaganda. Und was ist da? Und da, ich kann es gar nicht beantworten. Ich kann es dir nicht sagen. Aber du darfst diesen Russland-Konflikt eben nicht... Also vielleicht haben alle Angst zu sagen, hey, ist das okay da jetzt für die Ukraine? Dass man... Nein. Jeder hat Angst, da was zu sagen. Deswegen ist es okay. Deswegen ist es okay, wenn da 40.000 Leute ohne Masken stehen. Gott sei Dank, unter Anführungszeichen, haben wir es vor 3 Wochen gehabt. Mhm. Und genau, also man kann es natürlich wieder kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt in der kurzen Zeit. Also wenn ich mich heute mit Corona anstecke, stecke ich mich wirklich gerne mit Corona. Dann so ist einfach so, sei fertig. Ja, ich frage mich auch eins noch.
Waren da auch Nazis dabei oder sind die nur auf die Demonstrationen? Hören die Nazis keinen Austropf ab? Von dem habe ich nämlich nichts gehört. Weißt? Gehen die Nazis jetzt, das wäre ein Nährboden für Nazis, oder? Dass du in diesen Konflikt störst, zum Beispiel, hätten ja stören können, diese Feier, oder auf Wählerfang oder was auch immer. Ich bin immer noch nicht verstanden, was diese Nazis auf den Demonstrationen vorhaben, ja? Außer stören. Wenn es es gibt, aber da hat man nichts gehört. Und das ist eben die Propaganda. Das ist das zweierlei Maß der Massenmedien, der Propagandamedien, zu sagen, das ist okay und das nicht. Da bist du Staatsverweigerer und Gefährder und da bist du ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Also wenn ich mich heute mit Corona anstecke, stecke ich mich wirklich gerne mit Corona. Dann soll es einfach so sein, fertig. Und das Spannende ist nämlich auch in dem Zusammenhang, wir werden jetzt in den nächsten Tagen und vielleicht sogar tatsächlich auch am Mittwoch, wenn die Zahlen vielleicht nach oben gehen, vielleicht, da werden wir dann wissen, ob es so kommuniziert wird, so wie du das jetzt sagst. Weil du hast jetzt quasi die These aufgestellt, dass jetzt keiner in den Medien sagen wird, das mit dem Konzert war eine schlechte Idee. Das muss man zeigen. Weil das Konzert war ja an sich eine gute Idee. Es ist für einen guten Zweck, natürlich. Es ist für einen guten Zweck, ja, ja. Aber Corona-technisch nicht. Und wo wir genau wieder bei dem waren übrigens, also mir hat es jetzt ganz kurz im Kopf erinnert an Life is life, na 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 na. When we all feel the power, all feel the best. Da ist es nämlich auch drum gegangen, da war eine Benefizveranstaltung, die okay war, auch wenn andere Leute zu Hause sitzen müssen wegen dem Lockdown. Und bei der Benefizveranstaltung ist es auch so, da haben wir noch immer einen Virus, der noch immer existiert. Ja, Zweck heiligt die Mittel. Wegen dem wir auch jetzt heute am Mittwoch die Maske wieder in Innenräumen tragen müssen, ja? Aber eben nicht, wenn es um den richtigen Zweck geht. Und wie gesagt, dieser Zweck, dieses Geld zu sammeln für die Ukraine, das setze ich jetzt nicht gleich. Mir geht es nur darum, wie berichtet wird. Wie wird darüber berichtet und wird es verhindert? Wird es verhindert? Nein, diese Heuchlerei wird nicht verhindert und Heuchlerei vergiftet. Weißt? Heuchlerei ist ganz was Gemeines. Man hätte natürlich jetzt auch sagen können, wenn wir 2 von 3 infizierten Menschen, also Menschen mit einem positiven Corona-Test, haben, die eben auch diesen sogenannten Impfdurchbruch haben, auf die wird jetzt nicht geachtet bei diesem Konzert. Und da können wir jetzt abwarten, ob die Schlagzeilen kommen oder ob sie eben nicht kommen. Und deine Theorie ist ja propagandatechnisch, dass es eben nicht kommt, weil man das nicht sagen darf. Man darf nicht sagen, dass dieses Benefizkonzert eine blöde Idee ist für die jetzige aktuelle Gesundheitssituation. Genau. Und eben nicht wegen den Intensivstationen, sondern wegen den Ausfällen in den Krankenhäusern. Genau. Und da darf man nicht sagen, weil du Putin-Versteher bist dann. Genau. Aber ich hab nur Corona gemeint, egal. Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder. Corona! Das Ding ist, es gibt jetzt schon eine Person, der da ein bisschen der Faden gerissen ist innerlich. Und das ist der Gary Feutig. Der ist der Kommandant des Roten Kreuzes in Österreich. War auch GEKO-Mitglied, weil er eben ausgetreten ist, muss man es auch dazu sagen. Mhm. Und der hat in seiner Abschiedsrede quasi in der ZIP da nochmal was gesagt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das waren unsere Worte von Anfang an. Und da ist sogar quasi jetzt im Nachhinein jemand, haben wir was Gescheites gesagt, oder in was? Der GEKO-Kommission gesessen, der am Tag 1 von diesen GEKO-Treffen gesagt hat, wie wir es machen sollen, damit die Menschen eben das Vertrauen in die Politik nicht verlieren. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Wenn es da um diese politischen Entscheidungen geht und um die wissenschaftliche Expertise auf der anderen Seite, die ist ja gerade bei den Entscheidungen in den vergangenen Wochen immer wieder von der Politik ins Treffen geführt worden. Wurde GEKO von der Politik für die Entscheidungen instrumentalisiert? Ja, den Eindruck hat man an der einen oder anderen Stelle durchaus gehabt. Es ist aber wichtig, dass man betont, dass sozusagen Transparenz das Mittel dagegen ist. Ich habe schon in der allerersten GEKO-Sitzung gesagt und gebeten darum, dass GEKO möglichst transparent arbeitet, dass es Protokolle gibt, weil wir sind ja formal zwar der Bundesregierung gegenüber verantwortlich, aber inhaltlich natürlich den Menschen in Österreich gegenüber verantwortlich. Und je besser die Menschen sehen, welche Evidenz aufgearbeitet wird, welche Entscheidungsprozesse dahinter stehen, welche Bewertungen die Expertinnen und Experten vornehmen und welche Empfehlungen sie daher
erarbeiten. Desto eher sieht man dann auch, wenn sich die Politik nicht an ExpertInnen-Empfehlungen hält. Und wenn die Politik das gut begründen kann, wird es auch gar kein Problem sein. Wenn die Politik das nicht begründen kann, dann ist sie halt in der Position, die Verantwortung dafür zu tragen. Die Expertinnen und Experten sind in der Position, die Verantwortung für ihre Empfehlungen oder für die Evidenz, die sie aufbereiten, zu tragen. Naja, gell? Es ist halt dann im Nachhinein immer zu sagen, ja, wir müssen transparent arbeiten, Ich bin mir aber nicht sicher, was damit gemeint ist. Ja? Also die Umsetzbarkeit dieser Transparenz stelle ich in Frage. Ich weiß schon, dass der transparent arbeiten will. Nur man hat ja die Maßnahmen, also viele Maßnahmen hat man von Anfang an nicht verstanden. Und viele Entscheidungen hat man von Anfang an nicht verstanden. Und es ist immer um Transparenz geredet worden. Und jetzt dann nach 2 Jahren zu sagen, wir hätten transparenter arbeiten müssen, ja. Naja. Aber was hätten sie machen sollen? Gecko gibt es schon seit 2 Jahren. Gecko ja. gibt es jetzt ein bisschen kürzer. Ich weiß. Er ist Mitglied von Gecko gewesen, ja, und hat einfach von Anfang an gesagt, wenn wir das transparent kommunizieren, dann haben die Leute wenigstens da draußen die Möglichkeit zu sagen, richtig. Ist die Politik dumm oder sind die Experten falsch beraten oder wie auch immer. Was? Ja, und was glaubt man jetzt, dass alle dumm sind? Nein, jetzt ist es eben das, was wir in der letzten Sendung oder in 2 Sendungen davor auch schon gesagt haben. Jetzt wird Gecko als Instrument der Politik verwendet, entweder um Maßnahmen zu rechtfertigen oder um zu sagen, na, wir machen jetzt auf, weil ihr wisst ja nicht, was Gecko gesagt hat, weißt? Ihr wisst ja nicht, was wir empfohlen gekriegt haben, da können wir machen, was wir wollen. Und wenn wir irgendwas Unpopuläres machen, dann müssen wir halt, ah, das Gecko hat gesagt. Und er sagt einfach, wenn die Leute da draußen wissen, was wir da drinnen entscheiden, um was es da drinnen geht, um was für Zahlen, um was für Fakten, dann können die Leute selber entscheiden, also wirklich selbstverantwortlich arbeiten, was ja der Politik überhaupt nicht recht ist anscheinend. Und, na, Selbstbestimmung und jetzt ist verrückt. Jetzt ist es halt so, dass die Politik so quasi das Monopol über die Weisheit hat. Wir wissen davon nichts. Und er sagt dann, ja, ich habe es euch von Anfang an gesagt, ja, seit der ersten Sitzung. Ja. Und jetzt bin ich halt raus, weil es mich nicht mehr interessiert. Who's coming with me? Who's coming with me? Aber ich bin mir sicher, ich weiß nicht, was Dr. Sprenger gesagt hat, wie er austreten ist, nicht aus Gecko, sondern das Gremium davor, hat er genau das Gleiche gesagt. Bitte seid transparenter, die Leute müssen das verstehen, es muss evidenzbasiert sein, aber Dr. Sprenger hat halt eben gesagt, es ist nicht evidenzbasiert. Er hat gesagt, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist und bald kann es 100.000 Tote zusätzlich geben. Ja. Woher hat er das genommen? Also für mich ist es eigentlich vollkommen klar, woher er es genommen hat. Das war ein sogenanntes Expertenpapier, ja, das der Taskforce nicht bekannt war. Das haben Mathematiker erstellt, ob jetzt im Auftrag vom Bundeskanzler oder selber herangetragen. Es gab ja einen Besuch von den Mathematikern, die beschreiben sie auch in einer Stellungnahme im Falter. Am 25. März waren sie ja dort. Und das Papier ist wirklich heftig. Also wenn man sich das anschaut, ja, erstens geht es von falschen Parametern aus. Dann verwendet es teilweise eine falsche Sprache. Es ist dann später auch korrigiert worden, das Papier, aufgrund von dem. Das hat, glaube ich, unglaubliche Wirkung auf den Bundeskanzler gehabt, weil er verwendet den falschen Ausdruck, der im Papier ist, verwendet er dann selber noch einmal in der Pressekonferenz und auch im ZIP-Spezial. Also statt Reproduktionszahl sagt er Replikationszahl. Ja? Genau. Weißt, und ich glaube auch nicht, wenn jetzt Gecko das transparent kommuniziert hätte, dass jeder damit einverstanden gewesen wäre. Weil ich verstehe noch immer nicht, dass es gesund ist, 8 Stunden eine Maske zu tragen, wenn man beim Spar arbeitet. Gut, das ist sowieso ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Gecko mir da die Antwort geben kann. Das ist halt auch eine Antwort, die du von Gecko so wahrscheinlich nicht kriegen wirst. Entschuldige. Der Gesundheitsminister sagt, überall was möglich ist, soll FFP2-Maske tragen werden. Und du sagst mir, Gecko kann mir nicht die Antwort geben, ob diese Maske sinnvoll ist oder nicht. Was? Das ist, entschuldigen Sie. Sometimes I feel like everyone I work with is an idiot. And by sometimes, I mean all times. All the times. Every of the time. Aber, man muss das Gute sehen. Bitte. Ja? Dann bitte macht es transparent weiter. Dann bitte, Herz auf den Herrn, wie heißt er, du weißt es? Feuchtig. Danke. Und macht es bitte so. Ja? Macht das transparent. Ich würde es gerne lesen. Ich würde gerne lesen, welche Risiken du hast, wenn du 8 Stunden lang eine Maske trägst mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Mhm. Aber das ist eben diese Transparenz, die Deferred, okay. wahrscheinlich von der Politik verhindert wird. Vielleicht wird es natürlich auch von Gecko-Mitgliedern, zum Beispiel von der Katharina Reich, die Vorsitzende des Gecko-Rates, wie auch immer man jetzt dazu sagt, der Gecko-Kommission, oder eigentlich der G-Kommission. Die ist ja Chefin
von dem Verein. Mhm. Und wahrscheinlich wird die auch diejenige gewesen sein, die gesagt hat, na, wir machen das nicht transparent. Oder einen guten Grund hat, warum man das nicht transparent machen sollte. Ja, wir schaffen es nicht transparent zu machen. Das ist nämlich meine Befürchtung. Ich befürchte, sie schaffen es nicht, das transparent logisch darzustellen. Das haben sie immer probiert und dann haben sie gesagt, wir wissen zu wenig. Also hören Sie einmal, wir haben ja keine Glaskugel. Wie wollen wir transparent? Wissen Sie. Das ist ein spannender Punkt. Vielleicht haben sie tatsächlich... Sie haben es probiert. Intern so auf die Art, so, wenn wir das transparent machen, dann... Glaubt uns kein Mensch mehr. Dann wissen die, wie wenig wir über den Virus wissen, was vielleicht ein Faktum ist, ein unpopuläres Faktum. Weil das, was wir in der letzten Sendung auch schon gesagt haben, ist ja auch das, dass wir davon ausgehen, dass es jetzt eben... Also, dass der Virus jetzt einfach die Impfung überspringt. Der einfach sagt, die Impfung ist weniger wichtig, weniger nützlich und nicht, es ist viel infektiöser. Du meinst, die Impfung ist nicht nützlich? Ja. Für den Virus, ja. Für den jetzigen Virus. Also, die Impfung hat quasi den Virus übersprungen, nicht den Virus, die Impfung. Aber ja. Ja. Ja, ja. Aber da sind wir wieder bei den Impfdurchbrüchen. Naja, auch die Glaubwürdigkeit der Politik wird vom Herrn Feutig noch angezweifelt und da schauen wir da kurz rein. Hat die Regierung aus Ihrer Sicht durch dieses Hin und Her und Hü und Hot die Glaubwürdigkeit verloren? Ja, das kann sein, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, so sehr jetzt zu beurteilen, wie die Glaubwürdigkeit der Regierung ist. Es geht viel mehr, glauben Sie den Expertinnen, glauben Sie den Experten, die alle einer Meinung sind, nämlich tragen Sie diese FFP2-Maske in Innenräumen, lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich so gut es geht. Herr Feutig, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und einen guten Abend. Danke, Herr Feutig. Was, er redet von Transparenz und der letzte Satz ist, ja, ja, aber dieses Gremium, nur dass ihr es wisst, haben alle die gleiche Meinung. Maske schützt, Impfung schützt, lassen Sie sich impfen und dann meint er noch, schützen Sie sich sonst noch, was er sonst meint, mit einem Kondom oder so, keine Ahnung, gibt ja noch andere Krankheiten. Aber da ist ja eben keine Transparenz mehr. Also er sagt, wir sollen Transparenz sein, aber bitte lass dich impfen und trag so oft wie möglich die Masken. Weißt? Also da ist ja keine Transparenz. Es ist gar nicht da. Man kann es nicht verlangen, ständig. Da ist halt, glaube ich, auch dann die große Diskussion zu anstrengend, wenn man dann eben auf das eingeht, was du gesagt hast, wie schädlich ist 8 Stunden Masken tragen. Ich weiß es im nicht. Im Vergleich zu einer Infektion. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weißt, man kennt das so aus Filmen, wenn man hyperventiliert und die Leute in so ein Sackerl einatmen. Ja? Ja. Damit die Sauerstoffsättigung, weil du viel atmest, zu hoch ist. Ja. Und du atmest in der Sackerl, dass die Sauerstoffsättigung runtergeht. Ja, dass du dich wieder beruhigst. Mhm. Nur ich weiß nicht, wie das ist, wenn du 8 Stunden in der Sackerl atmest. Und ich weiß schon, der Sackerl und der Masken ist was anderes, aber ich weiß es nicht. Naja, vielleicht ist es ja auch so, und das ist jetzt wieder eine sehr kritische These, wenn man die Menschen dazu anhält, ganz oft die Masken zu tragen, ist das Hirn so sauerstoffunterversorgt, dass man immer ein bisschen ruhiger ist. Thomas, es ist alles ganz gut. Es ist ein echt ein guter. So. Ich verstehe es. Ich bin ganz ruhig. Es ist alles also du verteilst kein Opium fürs Volk, quasi. Ja. Ja? Sondern Masken, weil das Hirn einfach nicht mehr funktioniert. Lethargisch einfach. Wir werden einfach schauen, gut. Wenn ich jetzt die Masken auflasse, ob ich dann bis zu den Schlussworten noch komme oder ob ich schon so ruhig bin, dass ich dann einschlafe. Versteht ihr was? Ich verstehe nichts. Lukas, was? Na, pass auf, um das geht's. Es sagen ja viele Leute, dass wenn man darüber diskutiert, was stört's dich, wenn du eine Viertelstunde eine Maske aufhast, wenn du zum Spar gehst. Und meine Antwort ist, es stört mich überhaupt nicht. Mich stört's nicht. Ja? Ich setze die Masken auf. Ich denke mir, vor allem in der Straßenbahn, jetzt im Sommer, gell? Aber im Winter, wenn man weiß, man ist ein bisschen krank und ich will auch nicht gerne ins Knack gekustet. Ja? Mhm. Und dann sage ich, es stört mich nicht. Dann setze ich so eine Viertelstunde auf. Aber man kann nicht von einem Angestellten verlangen, der in der Gastro arbeitet oder in Supermärkten oder wo immer, dass er diese Masken 8 Stunden aufhat. Das kann nicht gesund sein. Weil dann bitte hol der Omikron. Was? Thomas. Ich weiß nicht. Ich habe mit Marketing früher ein bisschen was zum Tag gehabt. Und eine gute Marketingstrategie, um die Maske gut zu verkaufen, wäre zum Beispiel zu sagen, was sind die Vorteile der Maske? In der Arbeit zum Beispiel, du hast weniger Bock zu reden oder dich aufzuregen, weil du zu wenig Sauerstoff hast zum Reden oder dich aufzuregen. Das spült mich jetzt aber in meiner Arbeit nicht ins Konzept. Gell? Du wirst grundsätzlich ruhiger, weil dein Körper weniger Sauerstoff kriegt und du hast weniger Bock, die irgendwo aufzuhalten, wo du Masken tragen musst, mehr oder weniger. Keine Ahnung, vielleicht sind das die hinteren Vorteile einer Maskenpflicht. Ich krieg das gedanklich jetzt nicht mehr raus, weil du gesagt hast, ruhiger werden, Opium fürs Volk. Also ich glaube, das kann man so stehen lassen, wenn man sagt, die Maskenpflicht ist Opium fürs Volk. Weil der Kanzler, also nicht der Kanzler, entschuldige, der Ex-Kanzler. Ganz kurz,
wir müssen Opium fürs Volk ganz kurz ein bisschen entkräften. Opium fürs Volk war ein Zitat von Lenin in Bezug auf Religion. Gell? Das ist einmal Punkt 1. Gut, gut. Und zweitens, Opium ist für mich viel zu positiv in Bezug auf die Maske. Ja. Soll ich jetzt sagen, wo ich her Opium fürs Volkchen? Bitte. Ich glaube, entweder ist es ein Lied von den Toten Hosen oder den Bösen Onkels. Mhm. Schneid das raus. Nein, aber der Begriff gefällt mir trotzdem recht gut, weil auch der Kanzler, hätte ich fast gesagt, der Altkanzler, also der Alt-Altkanzler, der weißt schon. Der junge Altkanzler. Der junge Altkanzler. Der Junior-Altkanzler. Nämlich auch letzten Sommer gesagt hat, weil da hat es nämlich auch keine Masken gegeben, ganz kurz. Gleich wie jetzt eigentlich, ganz zwei Wochen. Zwei Wochen einmal keine Masken, wo er gesagt hat, das ist auch eine symbolische Geste, diese Maske zu tragen. Das werde ich nicht vergessen, wie er das gesagt hat. Dass man ja nicht vergisst, dass diese Krankheit schlimm ist und das Gesundheitssystem überfordert ist. Dass man es ja nicht vergisst. Ist das symbolisch genug? Das ist aber kein schlechtes Symbol, gell? Also man muss ein bisschen weiter vorn tragen, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Du musst sagen, die Maske ist eine Nagenkappe, gell? Jetzt ist aber sehr dünnes Eis. Hallo, nächstes Thema. Der Herr Feutig hat sich ja quasi von Gecko abgemeldet, weil er es einfach nicht mehr auf die Kette kriegt, in dieser Kommission zu arbeiten. Wobei er auch gesagt hat, er hat einfach ein bisschen weniger Zeit, weil natürlich durch die Ukraine-Krise, durch diesen Krieg, auch das Rote Kreuz andere Aufgaben hat, als im Gecko zu sitzen. Das haben wir generell gedacht, warum der als Präsident des Roten Kreuzes Zeit hat, im Gecko drin zu sitzen. Er ist eh Kommandant. Aber das ist mehr oder weniger das Gleiche. Vielleicht ist es einfach eine andere Hierarchie. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist richtig. Was sich aber auch in Österreich tut, ist, dass sich sehr viele Menschen von der GIS abmelden und der ORF sich die Frage stellen muss, warum ist das so? Naja gut, die Frage sollte sich stellen. Aber dass er jetzt so tut, als würde er es nicht wissen, finde ich schon irgendwie entzückend, oder? Also zu sagen, ach, wir wissen das nicht. Ach, da melden sich ganz viele Leute ab, wir brauchen eine Taskforce. Eine Taskforce, ja? Ja. Was schauen Sie denn an? Das ist scheiße, Babakali kann sich nicht anschauen, ja. Die Starmania, Zippi scheiße, ja, wir brauchen neue Formate. Detektive, sagt, wisst ihr, was Tom Turbo da meint? Ich meine, der ORF kann ja jetzt auf die Suche gehen mit verschiedenen Instrumenten zu sagen, warum melden sich die Menschen ab. Wir von Alles Gute Österreich haben einen Tipp, warum das Programm vielleicht gar nicht mehr so stark konsumiert wird oder für gut geheißen wird. Ja, aber gutes Beispiel. Die jungen Leute sind nicht mein Boot. Was? Man muss probieren, die jungen Leute wieder heranzuführen an den ORF. Weißt? Das ist früher mit Mama und Papa passiert, ja, weil die haben die vor den Fernseher gesetzt als Kind. Es hat nur zwei Sender gegeben, ja, war einfach. Mhm. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, was? Also das Kind ist das Handy in der Hand und kennt ORF nicht. Mhm. Und jetzt muss man wieder ein bisschen probieren, die Kinder wieder dem Medium ORF nahe zu bringen. Wie machen sie das? Früher war es ja so, dass der ORF mit so Sendungen geglänzt hat wie Tom Turbo. Boss, so eine Pleite! Kau, Fritz Phantom, euer großer Fan. Konfetti-TV und so ein Zeug, gell? Ja. Jetzt hat der ORF eine neue Strategie, und zwar den Kindern mit Themen, die eigentlich Kinder normalerweise nicht interessieren, jetzt doch zu catchen. Und jetzt machen sie eine Nachrichtensendung für Kinder mit dem klingenden Namen Zip Zack Mini. Zip Zack. Also wir kennen das Problem. Also wie heißt er, der Ex-Grüne? Der Peter Pilz. Peter Pilz wäre, würde ich mir aufregen. Sie klingt ja wie Zickzack. Du meinst wie Zack-Zack? Zack-Zack! Es war gar nicht Zick-Zack. Der Zick-Zack war übrigens auch vom ORF. Grüß euch und herzlich willkommen bei der Mini-Zip. Aber am besten ist, wir schauen uns einfach mal an, was der ORF mit dieser Zick-Zack-Mini im Moment produziert und müssen uns dann die Frage stellen, ob wir dafür so rund 25 Euro im Monat zahlen. Entschuldige, ich finde ja gut, wenn da Kinder transparent aufgeklärt werden, kann das nur was Gutes sein. Oder? Gut aufbereitet. Schauen wir es uns einfach an. Hallo und willkommen bei der Zipzack Mini, euer kurzer täglicher Nachrichtenüberblick. Ihr habt es in den letzten Wochen vermutlich mitbekommen. In allen Nachrichten und vielen Gesprächen ging es um den Krieg in der Ukraine. Ein Land, das ein paar Autostunden von Österreich entfernt ist. Aber was ist da eigentlich passiert? Hier sind wir und da ist die Ukraine. Sie liegt direkt neben dem riesigen Russland. Früher gehörten diese beiden, gemeinsam mit anderen Ländern, zu einem mächtigen, riesengroßen Staat,
der Sowjetunion. Vor 30 Jahren ist die Ukraine aber ein eigenes Land geworden. Der russische Präsident Wladimir Putin will aber, dass die Ukraine wieder enger mit Russland verbunden ist. Deshalb hat er vor ein paar Jahren Soldaten auf die ukrainische Halbinsel Krim zum Kämpfen geschickt. Jetzt, am 24. Februar, haben russische Soldaten die ganze Ukraine angegriffen und damit einen Krieg ausgelöst. Naja, ich würde sagen, so wie es die Mainstream-Medien auch berichten. Oder? Ich meine, das ist halt, ich würde mal sagen, es ist nicht falsch. Ja, Russland hat die Ukraine angegriffen. Warum weiß man nicht genau. Also so kommt mir das um. Also, nein, gar nicht. Ich will nur mal ganz kurz in meinem Kinderkopf Revue passieren lassen. In deinem Kinderkopf? Weißt du? Mhm. Es ist so. Mhm. Die Ukraine und Russland haben früher mal zusammengehört. Ein großes Land. Seit 30 Jahren nimmer. Ja. Warum weiß man nicht? Warum weiß man nicht? Das ist zerbröckelt. Es ist völlig egal vor allem. Es ist für Kinderkopf ist es egal. Ist egal, ja. Und dann hat der Putin, wollte wieder mit der Ukraine mehr verbunden sein. Mhm. Und hat deswegen... Und deswegen bringt er die Leute dort um. Und deswegen 2014 Soldaten auf die Krim geschickt. Ende der Geschichte übrigens. Dass das dann annektiert worden ist, nicht gesagt. Also dass er hat Soldaten auf die Krim geschickt, Ende der Diskussion. Mhm. Und jetzt... Mach das nochmal. Und jetzt schickt er Soldaten quasi auch wieder in die Ukraine und bringt Leid um. Sagt es. Ja, wie gesagt, es ist nicht wirklich falsch, nur ich frage mich... Würdest du am Kind den Krieg so erklären, ist die Frage. Das ist meine Frage, weil den Krieg zu erklären mit... Kommt auf welchem Kind, gell? Ja, früher waren die zusammen. Dann sind sie seit 30 Jahren nicht mehr zusammen und jetzt will einer von den zwei wieder zusammen und deswegen fährt er dorthin und bringt Leid um. Ist total schlüssig, oder? Versteht doch jeder. Was, Bruder? Schau her, es ist schlüssig und ich finde es ja nicht einmal falsch. Nur, es wird weder der Nordatlantikpakt erwähnt, noch die USA. Noch der Mauerfall. Noch der Mauerfall. Weil meine Frage als Kind war, bitte, warum war Russland und die USA zerstritten, wenn sie zusammen Europa befreit haben? Das hat mir jetzt in meinen fast 40 Glänzen keiner erklären können. Auch diese Zickzack-Zipp nicht. Und wenn sie so weitermachen, dann wird das genauso nicht passieren. Ja? Mhm. Russland ist böse, war vor allem ein großes, gefährliches Land. Entschuldigung, Russland ist nicht böse. Das ist eben der Punkt. Ah, nein, gut, Putin ist böse. Nein, auch das sagen sie nicht. Das sagen sie auch nicht. Sie sagen, Russland war vorher ein großes, mächtiges Land. Seit 30 Jahren haben sie es wieder auseinander. Und jetzt will Russland wieder dahin und schickt deswegen Soldaten, weil es 2014 schon funktioniert hat. Mhm. Sagen sie auch nicht. Sagen sie, dass Russland die Weltherrschaft sie will. Das Ding ist, sie reden nur von Russland und der Ukraine. Und alles andere fällt weg. Und sie sagen aber... Sie sagen aber nicht, dass Russland oder Putin böse ist, was mich überrascht. Aber sie sagen, dass der Sinn des Krieges ist, dass Russland wieder mehr Verbindungen zur Ukraine, deswegen greifen sie an. Und dann würde ich gern wissen, ob das Kind, das das hört, diesen Krieg versteht. Das würde ich... Wie soll das ein Kind verstehen, wenn du es nicht verstehen kannst? Genau, das ist es ja. Na, wie gesagt, ohne Transatlantikpakt und der USA versteht man diesen Konflikt nicht. Wie denn auch? Auch nicht mit der Ukraine-Politik. Man versteht auch nicht, was die Ukraine mit Österreich zu tun hat. Ja, 1914, Herr Präsident Putin, war ein Teil der Ukraine bei Österreich. Was soll das heißen? Was Österreich mit Russland zu tun hat. Welche Vorschläge haben Sie? Man versteht nicht, warum der Putin so nervös ist zurzeit. Man versteht nicht, warum der Putin das nicht als Krieg bezeichnet, sondern als eine Spezialoperation. Wo man also denkt, naja gut, das hat sich aber auch von den Amerikanern abgeschaut. Ja? Wir haben keinen Krieg, wir haben gerade Desert Fox. Operation Desert Fox. War, glaube ich, nämlich unter Clinton. Ja? Ja. Das war ganz sicher kein Krieg unter Clinton. Weil der Clinton hat ja nur Saxophon gespielt und hat irgendwelche Frauen belästigt. Darf man das so laut sagen? Es gilt die Unschuldsvermutung. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Und andere Amerikaner haben genauso Krieg geführt, weißt? Das war Operation irgendwas. Ja? Das brauchst du nur immer rechtfertigen. Gut, ja, aber nochmal zusammenfassen, toll, gell, für die Kinder. Die werden jetzt, wenn sie erwachsen sind, ganz sicher die GIS zahlen, weil sie sagen werden, ich bin gut informiert worden. Tja. Von dieser Tante mit dem komischen Stirnband.
Und mit einem Behang wie Mr. T übrigens. Ist mir aufgefallen, ja. Ich habe mir gedacht, sehr jugendlich und cool sind diese Kettenwirtschaft. You probably think that's a picture of my family. It's the A-Team. Bodie, Doyle, Tiger, the Jewelry Man. Aber wenn man von den Nachrichten oder von den, weiß ich nicht, von den Zipzack-Nachrichten oder den Mini-Nachrichten oder den wie auch immer, Zipzack. Wenn man da ein bisschen zu wenig Informationen kriegt, dann kann man ja immer noch auf die Social-Media-Plattformen gehen und sich da die Informationen holen, weil auch Influencer machen Nachrichten, beziehungsweise Propaganda. Seine Soldaten mal eben ans andere Ende der Welt in einen Krieg schicken? Dafür braucht man natürlich einen triftigen Grund. Und wie immer ist alles eine Frage der Kommunikation. Früher sagte man Propaganda, heute nennt man das politische Kommunikation. Und da ist halt die Frage, auf welcher Seite, welche Influencer machen Propaganda, welche machen Nachrichten, welche machen irgendeinen Blödsinn. Ich bin dafür, dass die Influencer nur Blödsinn machen sollen. Ja, das ist gesünder. Da bin ich auch dafür. Ein sehr wichtiger österreichischer Schauspieler, der es in Amerika geschafft hat. Der Walz! Nein, aber auch gut. Wenn der so eine Nachricht. Egal. Der Arnold Schwarzenegger. Der Martin Arni. Ja. Die steirische Eichel. Die steirische Eichel hat sich. Hat es Eiche oder Eichel? Ich würde die steirische Eichel schöner finden. Boah, das wäre aber ein guter Pornoname. Ja, natürlich. Deswegen ist mir sie eingefallen. Geil. Alarm! Alarm! Die steirische Eichel. Der frühere Terminator hat sich auf Social Media an seine Fans gewandt, beziehungsweise seine Fans in Russland. Und hat ein bisschen über den Krieg berichtet. Und für mich war das sehr spannend, weil das wenig mit Krieg zu tun hatte und sehr viel mit seiner Verbindung zu Russland. Mhm. Und er halt sich hingesetzt hat und gesagt hat, das, was der sagt, stimmt nicht, das, was ich sage, stimmt. Und das habe ich ein bisschen schwierig gefunden. Aber das ist auch wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Influencer und gut, Nachrichten. Er ist Amerikaner und Schauspieler, gell? Also, ja. Weißt schon, der kann das schon emotional gut umbringen, finde ich. Ja, sicher. Ist es Oscar-verdächtig, was er da, oder eher nicht? Naja, hello everybody. Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. Es ist steirische Kriegsbärm nicht außer. Nein, der trainiert das. Da bin ich mir ganz sicher, der hat da extra Leute angestellt, die schauen, dass er kein Native wird, weil er sonst, das ist ja Image. Who are you? I'm you. I'm a clone. You are not you, you are me. No shit. Nein, das passt schon. Ja, also vor allem, das ist ja Englisch, was ich sehr gut verstehe. Weißt? Ach so, Akzent-Englisch. Das ist Akzent-Englisch, das verstehe ich einfach besser, weil die Leute einfach nicht zu schnell reden. Wobei ich sagen muss, eine Sache ist mir aufgefallen. Also die Satzbildung ist auch anders, wenn einer nicht richtig Englisch kann. Weißt, der redet quasi einen deutschen Satz Englisch. Und beim Arnie fällt es mir auf. Er verwendet vor allem auch Vokabel, die im Englischen nicht existieren. Zum Beispiel? Futures. Your lives, your limbs. Your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Wie sagt man? Future. Future is future, gell? Ja. Wir sagen in Österreich auch nicht, es gibt die Zukunft und es gibt die Zukünfte. Ganz viele Zukünfte. Ja, also ja, das, gut. Das ist mir jetzt aufgefallen. Aber er hat natürlich sehr viele Sachen besprochen, die auch schwierig sind. Was mir ein bisschen gestört hat, ist, dass er tatsächlich da auch wieder sehr einseitig in eine Richtung redet. Das ist es ja. Und was? Aber versucht, die Brücke zu der Bevölkerung in Russland zu schlagen, ja. Was ich auch sehr schön finde. Ja. Was mir aber wirklich auffällt, ist, wir reden hier von einem This is an illegal war. This is an illegal war. Und ich denke mir dann einfach nur so, liebe Freunde da draußen, die sich für Geschichte interessieren, bitte in den Kommentaren schreibt so bitte einen Krieg hinein, der nicht illegal begonnen wurde oder der nicht, ich sage mal, wow. Wo alle gesagt haben, ganz am Anfang, das passt. Genau. Was, die Bühne ist bereit, ihr zwar könnt jetzt streiten. Genau. Ja? Los geht's. Also, glaube ich auch nicht, dass wir noch mal, geben. Wir können dann mal ein bisschen durchgehen. Ihr sagt es mir einfach an, der auf der Wahrheit basiert hat. Oder auf, der irgendwie was der. Ohne Propaganda. Und bitte, der Krieg darf ja nicht mit Propaganda vorher angekatzt worden sein. Genau. Also, wir reden jetzt von Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, machen wir gleich einen Sprung, Vietnamkrieg, Jugoslawienkrieg, Afghanistan. Irak, Syrien, Libyen, alles. Mhm. Also, ja. Ich brauche
Ich hätte gerne einen Krieg der letzten 100 Jahre, der nicht mit einer Lüge oder mit einer quasi Operation angefangen hat, wo dann, ich sag nur eins, um 5.55 Uhr wird zurückgeschossen. Ja? Da wurde sehr schnell darüber berichtet nach dem Krieg, dass das ein Blödsinn war. Ja, ja. Und vor allem, auf das wirst du, glaube ich, aussehen, beide Seiten Propaganda verwendet haben. Natürlich. Weißt? Und das ist ja das ein bisschen beim Arni. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan. Ja? Wer nicht? Mann, put the cookie down. Weißt? Das so muss berühmt werden. Ja? Großartig. Into the boat. Into the boat. Into the tunnel. Get to the chopper. Und ich finde gut, dass er die Propaganda anspricht, die in Russland passiert. Weil die wird es geben. Natürlich. Ja, ich schaue nicht so viele russische Nachrichten und bin mir sicher, dass diese Propaganda existiert. Und wie nennen Sie dann ein Land mit einem Militär als Machthaber, einer Geheimpolizei und einem einzigen Fernsehsender, der vom Staat kontrolliert wird? Das, meine Liebe, nenne ich Frankreich. Weiters finde ich auch gut, dass er sagt, bitte Leidl, die Bürger in Russland sind nicht alle die Bösen, ja, sondern es ist der Putin, der da Scheiße baut. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Aber, dass er behauptet, dass die westlichen Medien keine Propaganda schießen, ja? Also, es behauptet er, er verschweigt es. Er behauptet es nicht, er verschweigt es. Naja, er verschweigt. Ja gut, er warnt von der anderen Seite. Genau. Ist ja okay. Aber ich hätte gern auch bitte, man muss aufpassen bei der NATO-Propaganda, man muss aufpassen bei der EU-Propaganda, bei der West-Propaganda, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja? Weil, nochmal, ich habe es vorher erwähnt, wenn man jetzt behauptet, dass man sagt, es gibt Waffenschieber, die sich da jetzt profilieren und den Krieg anhatzen oder Medien, zum Beispiel, ich habe im Standard gelesen, braucht Österreich einen NATO-Beitritt? Was ist es zu unsicher? Daraufhin unten in den Kommentaren steht, na, sie sind überhaupt nicht für einen NATO-Beitritt, sie wollen eine EU-Armee, ja? Wo ich mir dann denke, wer hat dann diese EU-Armee im Griff, wenn es nicht die Amerikaner sind, ja? Mit der NATO? Ja. Ist ja völlig verrückt. Also, wenn man das jetzt kritisiert und sagt, das ist kriegstreibend, was ihr da macht, ja? Und ich bin dagegen. Und als Putin-Versteher beschimpft wäre, das ist halt ein bisschen das Gefühl. Deswegen würde ich mir gewünscht, dass der eine sagt, passt auf, ihr müsst bei Propaganda generell aufpassen, weil das emotional wird sofort. Ja? Naja, das Ding ist halt bei der Propaganda oder bei diesen, wie soll ich sagen, sag mal Propaganda dazu eigentlich schon, gell? Ja, Informationen, die immer wieder wiederholt werden. Ja, ist das nicht Werbung? Wurscht. In Frankreich zum Beispiel wird das Propagandaministerium umbenannt in Informationsministerium und Propaganda in politische Kommunikation. Auf jeden Fall, was? Kommt davon, wer da Geld verdient. Ob es Werbung ist oder Propaganda, weißt? Weil die Rüstung profitiert ja, also ist es eigentlich Rüstungswerbung, jetzt in dem Fall. Das andere wäre der Impfwerbung gewesen, die Propaganda, oder eine Maskenwerbung, die Propaganda, weil es sind ja Masken verkauft worden, auch, gell? Da hat ja auch wer mitgeschnitten, also puh. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass immer wieder eine Sache eine große Rolle spielt, und das ist die Angst. Ja? Wenn die Menschen zu wenig Angst haben, dann ist es ein Problem. Weil wenn du zu wenig Angst hast, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, die ganz beruhigt, sanft zu informieren, zu hinterfragen, in die Geschichtsbücher zu schauen. Die Leute lassen sich weniger spalten, wenn sie nicht Angst haben, genau. Genau. Weniger mobilisieren. Aber in diesem Video ist natürlich auch drinnen, da sterben Menschen, ja, es sterben Menschen. Da gibt es Flüchtlinge, ja, es gibt Flüchtlinge. Da ist ein Krieg, ja, es gibt Krieg. Aber wenn der Arnold Schwarzenegger, der, glaube ich, auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass es sowas wie westliche Propaganda gibt, indem er immer wieder gegen Russen in Filmen gekämpft hat. Er war aber selbst Russe, ja, gell? Wenn er es einmal, ja. I have my orders. Wenn er dann sagt, dass das ein illegaler Krieg ist, dann frage ich mich noch einmal, welcher Krieg war in den letzten 100 Jahren nicht illegal? Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass mir jetzt jemand sagt, es gibt 3 Kriege, die definitiv legal waren, sondern ich hätte gerne das Verhältnis. Hm. Ja? Das Verhältnis zu illegalen Kriegen. Wann ist ein Krieg legal? Gell? Was brauchst und du? Und was ist ein legaler Krieg? Was brauchst du als legalen Krieg? Ein NATO-Mandat oder ein UN? Ein UN-Mandat brauchst du. In Syrien hat es das nie gegeben. Nein. In Irak hat es das nie gegeben. Na. Also meines Wissens, gell, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht, aber die USA hat halt immer schön Propaganda, weißt, an Schuldigen, wir müssen Kampf gegen den Terror, und ich habe einen Flüchtling getroffen letztes Jahr aus Aleppo, der gesagt hat, seid ihr verrückt, der hat gut Deutsch geredet, 3 Monate in Österreich, ja, der hat das circa so ausgedrückt, seid ihr verrückt, da geht es nur um Ressourcen.
Der Amerikaner hilft uns dort nicht. Ja. Ich habe müssen flüchten, weil er uns bombardiert. Und da frage ich mich, ja, was der Arne dazu sagen wird, wenn er mit dem Menschen redet. Ja? Er hat gesagt, ja, muss sein, muss man machen. Heute, im Zeitalter der politischen Kommunikation, nutzt der Staat zahlreiche Mechanismen, die der Kriegspropaganda nahe kommen und rechtfertigt mit allen Mitteln Interventionen, die in der Bevölkerung eigentlich keine Zustimmung finden. Einen sauberen Krieg, der mit großer Präzision durchgeführt wird, angeblich ganz ohne Opfer. Man spricht von Unstimmigkeiten, Konflikten, Krisen, Interventionen im Ausland, aber nicht von Krieg. Das macht sich nicht so gut in der Öffentlichkeit. Es geht jetzt nicht darum, ist der Ukraine-Krieg, ist der dieser Russland-Ukraine-Konflikt, wie auch immer wir jetzt dazu sagen wollen, ja? Wenn dieser Krieg illegal ist, welcher Krieg ist dann sonst noch illegal? Beziehungsweise wir stellen hier uns nicht auf eine Seite, sondern uns geht es nur darum, jeder Krieg ist illegal. Punkt. Ja. Jeder, Freunde. Oder, was mir auch wichtig ist, wenn der Arne von Propaganda redet, dann bitte von beiden Seiten. Ja. Weil so wie ich mir sicher bin, dass die Russen in den Medien Propaganda haben, bin ich mir auch sicher, dass der Westen Propaganda hat. Und das hätte ich mir gewünscht von einem intelligenten Schauspieler. Ja, und das Problem ist... Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz in Bezug zu Arnold Schwarzenegger sage, jemals. Aber ja, bitte. You are not you. You're me. No shit. Und das Ding ist halt auch, wenn man dann so Nachrichten hört wie, dass zum Beispiel Twitter 75.000 Twitter-Accounts wegen Kriegspropaganda löscht, dann muss ich mir auch die Frage stellen, ist es Zensur, weil wir eben genau von dem sprechen. Es ist auf keinen Fall transparent. Transparent ist es nicht, wenn es löscht. Nein. Weil es ist nie da gewesen. Eben. Und, ja, und das Ding toll. Ist halt auch, du hast es vorher schon angesprochen, es gibt von beiden Seiten Propaganda. Und das muss man respektieren. Ja, man muss es einmal wissen, weißt? Ja. Und das guckt man so vor, weißt? Das ist so, ist das wirklich Selbstschutz, dass man sitzt im Kammerl und sagt, die anderen sind die Besten, schau, da Russland-Versteher, da der Putin-Versteher. Wir müssen die Russen ausrotten, wir müssen schießen, müssen wir. Bei der Herstellung eines Konsens und zur Rechtfertigung von Gewalt ist außerdem die Figur des Feindes ausschlaggebend. Es genügt allerdings nicht, ihn beim Namen zu nennen. Man muss ihn als Bedrohung darstellen. Ja, auf alles. Auf die Sportler, auf die Künstler, auf die Bücher und auf die Soldaten und auf alles müssen wir. Und wenn du das nicht findest, bist du Putin-Versteher und bist ein Arschloch. Ja. Ab auf die Corona-Demo, das sind die gleichen Arschlöcher, nur Nazis. Man merkt, du bist ein bisschen hochtemperiert heute. Nein, was denn, die spitzt sich zu, der Fandl, weißt du? Der Trichter. Der Fandl. Da kommt jetzt alles immer rein und unten spitzt es dann irgendwann zu, wenn wir drüber reden. Was ist Propaganda? Weißt du? Ja, es ist vor allem auch dann Propaganda, wenn man unserem Innenminister, dem Herrn Karner, zuhört, was der in der ZIP sagt, wo es dann um die Geflüchteten geht, wo es um die Bilder geht, die man in den Nachrichten sieht. Und wer diese Bilder sieht, der muss doch verstehen und wir müssen doch jetzt eine... Weißt du? Wenn man diese Bilder sieht, die Sie auch heute gezeigt haben, in der Zeit im Bild 1 von Mariupol, dann sind das solch furchtbaren Bilder von Toten in den Straßen, von sterbenden Kindern. In den Krankenhäusern, dann müssen wir alles Menschenmögliche tun, damit wir diesen Menschen auch helfen können. Und wir werden das tun. Die Wordings sind es. Die Wordings. Weil es ist nämlich so, ich finde gut, dass die Menschen offen sind und helfen wollen. Natürlich. Und dass sie jetzt sagen, und dass sie das Vorbereitungen drauf werden, gesagt, da ist jetzt Krieg, da werden Flüchtlinge kommen, vor allem weil es so nah ist. Ja, und wir müssen diesen Menschen helfen. Ja, bitte. Nur vor ein paar Jahren hat die Sache anders ausgeschaut. Da wollten wir keine Flüchtlinge. Das waren die schlechten Flüchtlinge. Ja. Jetzt sieht man ja nur Familien. Und früher waren es halt nur junge Buren, die umgekommen sind. Aber auch deswegen wahrscheinlich, weil der Weg auch schwererer war. Weil es Kinder und Frauen nicht geschafft haben, dort herzuflüchten. Oder auch von Afrika. Du musst übers Mittelmeer. Weißt, die will man nicht. Die sperrt man aus. Die lässt man mit dem Boot nicht anlegen. Die lässt man ersaufen im Mittelmeer. Genau. Aber jetzt sind es die guten Flüchtlinge und da muss man helfen. Das ist nämlich auch so eine Zweispaltung, die ich nicht verstehe. Und nochmal, ich bin froh, dass Menschen geholfen wird. Aber man kann das, und nochmal, diese Heuchlerei vergiftet. Vor allem, wenn wir auch vor zwei Sendungen davon geredet haben, dass sich ein Politiker profilieren wird und dann sitzt dieser Innenminister in der ZIP und redet davon, wie sehr Österreich jetzt hilft und sie da wirklich fast die Schulter auskugelt vor lauter auf die Schulter klopfen, wo man einfach nur denkt, wo warst du vor 7 Jahren?
Bleiben wir aber da bei der Situation in Österreich. Wenn wir an 2015 zurückdenken, da haben wir alle noch die Bilder im Kopf von Flüchtlingen, die in Zelten auf den Grundstücken von Quartieren übernachten mussten, weil es eben nicht genug Betten gab, weil man sich nicht darauf vorbereitet hat. Also ist Österreich darauf vorbereitet, wenn so viele Menschen aus der Ukraine kommen? Wir tun alles Menschenmögliche, um auf diese Situation vorbereitet zu sein. Genau. Mit deiner Rhetorik. Das waren nämlich auch Menschen. Das waren auch Menschen, die Hilfe braucht die haben. Wegen einem, zwar andere wegen einem, Religion, die, gell? Aber die sind auch wegen einem illegalen Krieg aus ihrem Land geflüchtet. Ja. Und wer hat denn der Westen angegriffen? Oder geholfen? Er hat geholfen, natürlich. Entschuldige. Und ich sehe. Vielleicht brauchen wir mal Hilfe, kein UN-Mandat. Das ist der Trick. Ich führe keinen Krieg, ich will nur helfen. Was? USA! USA! Ohne USA würde ich mich nur schlecht fühlen, was denn nur unsicher. Gott sei Dank helfen die. Die haben uns im Ersten Weltkrieg schon geholfen, weißt? Also gegen Österreich. Ja. Und im Zweiten Weltkrieg haben sie uns geholfen gegen Deutschland und Österreich. Und jetzt helfen sie uns auch. Ich bin mir ganz sicher. Juhu! USA! 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 Zum Schluss unserer Sendung müssen wir noch auf unseren Lieblingssportminister eingehen, der gleichzeitig nebenberuflich Vizekanzler ist. Und der hat sich nämlich jetzt darüber Gedanken gemacht. Nämlich auf Twitter, gell, weil du es vorher gesagt hast. Ja. Die Nachrichten. Wird auch bald gesperrt. Oder auch nicht. Der hat sich darüber Gedanken gemacht. Er hat einen Verdacht. Er hat den Verdacht, dass Ölkonzerne sich eine goldene Nase verdienen, der Herr Kogler. Obwohl der Ölpreis den dritten Tag in Folge sinkt, bleiben die Preise an den Tankstellen gleich. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Ölkonzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen. Da geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Milliarden, Freunde. Ich verstehe nicht, was er da will. Ich meine, er ist der Vizekanzler. Weißt du, vorher beim Arnold Schwarzenegger habe ich okay gefunden, wenn er da so eine Meinung preisgibt, ein Schauspieler. Aber was tut bitte der Kogler auf Twitter? Er soll irgendwas dagegen machen. Er informiert uns, ist ein Journalist. Weißt du, es wäre so ein Aufdeckungsjournalist. Ah, da gibt es ein paar Ölkonzerne und er macht da irgendwas, weißt du? Nein, er hat es im Griff. Man hat ja nicht Wirtschaft oder so irgendwo studiert, ich weiß es nicht. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass er da jetzt überrascht ist und dass sie, oder dass es seine Idee war. Der hat sich daheim nach drei Bier gedacht, oh, diese Ölkonzerne, die verdienen sich ja gut in den Nasen. Dann hat er sich hingesetzt ins Photoshop oder ins InDesign und hat dann diese Twitter-Nachricht designt und dann hat er es ausgeschossen. Das kannst du mir nicht erzählen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Ölkonzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen. Herr Kogler, nein, bitte! Ich meine, die Sache ist halt wirklich die, meine persönliche Theorie ist ja, dass der Herr Kogler bald den Job vom Pilz übernehmen will, weißt? Er weiß es nicht. Eieiei, das ist es. Aufdecker. Das ist es, der tut es mit dem Pilz zusammen. Vielleicht. Ja, ja. Nach der Politik. Ja, das ist für Zeit auch nicht mehr, glaube ich. Aber was tatsächlich natürlich spannend ist, warum sind diese Spritpreise so hoch? Und es gibt ja eine Theorie. Also, eine sehr... Verschwörungstheorie oder von Experten? Von mir. Ah, Verschwörungstheorie also. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Ölkonzern bin, ja, also irgendein Ölkonzern, kein bestimmter Ölkonzern, vielleicht die OMV, wer weiß. Und ich weiß, dass im Juni die Preise steigen und eine dritte Steuer auf den Treibstoff hinauffällt. Wir haben die Mineralölsteuer, wir haben die Mehrwertsteuer und wir haben dann die CO2-Steuer. Ja? Das fällt auf diesen Nettopreis hinauf. Jetzt haben zu Corona-Zeiten viele Menschen das Auto stehen gelassen, weil wohin soll ich fahren, wenn ich im Homeoffice bin? Wohin soll ich fahren, wenn ich nirgends hin darf? Oder im Lockdown? Ja. Und die Ölkonzerne haben sich dann gedacht, weißt was, bevor die dritte Steuer jetzt auf den Ölpreis drauffällt, suchen wir uns einfach einen Grund, warum wir den Preis nach oben treiben, auch wenn der Grund in anderen Ländern nicht existiert. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Und das ist der Punkt. Ja, das ja. ist der Punkt. Ja, ja. Weil in Ungarn und in Slowenien, da kommt keine CO2-Steuer. In Österreich schon. Aber die Sache ist, da ist jetzt der Preis raufgefahren und der hat nichts mehr mit dem Ölpreis zu tun und ich glaube auch nicht mit dem Krieg. Das ist so ein bisschen. Da muss ich dann Herrn Kogler schon recht geben. Ich glaube, dass sich die wirklich ein bisschen die goldene Nase verdienen. Das ist ja schon klar. Das wird auch so sein. Nur der Kogler soll es dagegen machen und uns das nicht verklicken. Weil das hast du wahrscheinlich vorher gewusst, bevor es der Kogler dir gesagt hat. Ja? Der ist Vizekanzler, der kann da was dagegen machen. Ich meine, das Einzige, was er tatsächlich vielleicht machen könnte, unser Vizekanzler des Jahres,
Er könnte als Sportminister die Spritpreise für Formel 1 senken, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Weil als Sportminister kann man ja einiges machen. Er kann ja eigene Verordnung rausbringen, dass wenn es dann in Spielberg fahren werden, dass dann da weniger gezahlt werden muss, weil es ja Sportförderung gibt von 600 Millionen Euro, damit die Formel 1 auch in Österreich fahren kann. Das würde ich ihm zutrauen, unserem Sportminister, Vizekanzler. Weil, wie gesagt, wie du hast es eh schon angesprochen, wenn er nur ein Amt hätte in Österreich, wo er was bewirken kann. Das wäre schön. Herr Kogl, ich würde Ihnen so wünschen, Sie ähnliche Position in dieser Politlandschaft haben, dass Sie was verändern können oder was bewirken. Ich würde es mir echt wünschen. Ja. Weil, aber er ist nur der Vizekanzler. Nein, geht ja nicht, weil dann muss er zum Saufen anfangen. Verstehe voll. Tja, Sie wollten sich ja verklickern. Entschuldigung. Sie wollten ja verklickern, dass der Russe dran schuld ist. Aber wenn halt in Ungarn und überall der Sprit nicht steigt, dann müssen sie etwas anderes einfallen lassen. Also nicht so steigt wie bei uns, muss man dazu sagen. Steigt wie bei uns, ja. Und was passiert bei uns in den Medien? Der Vizekanzler twittert irgendwas. Genau. Danke vielmals. Weil er sonst keine Möglichkeit hat. Nein. Das Mikrofon im Parlament ist für ihn ausgeschalten. Wahrscheinlich. Die ganze Zeit. Aber er ist nie da, aber weiß es nicht. Zum Schluss müssen wir uns natürlich versuchen, alles Gute zu wünschen und euch da draußen auch. Alles Gute. Die Frage ist, was haben wir diese Woche gelernt? Tja, was? Wir haben gelernt, dass wir ab heute Mittwoch wieder Maske tragen müssen in allen Innenräumen. Und wir haben auch gelernt, dass das vielleicht eine gute Maßnahme ist für die Österreicher und Österreicherinnen, um einfach grundsätzlich ruhiger zu sein, weniger Sauerstoff für das Hirn zu bekommen, aber auch sich eben nicht anzustecken mit einem Virus, der auf einem Benefizkonzert überhaupt kein Problem ist, aber der natürlich in Innenräumen ab heute wieder bekämpft werden muss, so gut es geht. Und wenn es heute Neuinfektionen von 90.000 gibt, würde es mich nicht wundern, ich würde es mir aber auch nicht wünschen. Wir haben auch gelernt, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen regieren und reagieren und dass unsere Bundesregierung tatsächlich mehr reagiert als regiert, weil regieren auch ein bisschen was mit Vorausschauen zu tun hat. Ein bisschen was mit, ich investiere jetzt, damit es mir in der Zukunft nicht auf den Kopf fällt. Eine und Bundesregierung nicht so eigentlich dann. Bundesregierung, ich habe schon so eine Vermutung, was das Highlight der nächsten Sendung wird, gell? Nicht wahr? Also, wir würden gerne von einer Bundesregierung auf eine Bundesregierung wechseln. Das wäre zumindest der Vorschlag von Alles Gute Österreich. Und was wir noch gelernt haben, ist, dass es irgendwie komisch ist in dieser jetzigen Zeit, dass wir tatsächlich Videobotschaften von einem Schauspieler aus den USA bekommen, der gebürtiger Österreicher ist, wahnsinnig viel Verbindungen nach Russland hat und der uns in diesen Videobotschaften erzählt, dass dieser Krieg illegal ist. Hello everybody. Was mir tatsächlich aber auch aufgefallen ist, ist, dass wir in der Ukraine einen Schauspieler als Präsidenten haben und einen Boxer als Bürgermeister, was dann doch irgendwie rückblickend ein komisches Gefühl macht, wenn man sich denkt, naja, der Lugner hat sich ja auch für uns zum Präsidenten beworben. Spricht für die Medienlandschaft, gell? Wenn Medienmenschen in die Politik gehen. Ist auch, kann man drüber nachdenken. I have my orders! Ich warte übrigens immer noch in Bezug auf den illegalen Krieg, auf die weitreichenden Sanktionen und die globale Isolierung der USA in Bezug auf alle Kriege, die sie in den letzten 50 bis 100 Jahren mitgestaltet haben. Weit brauchst du nicht zurückgehen. Aber ja, nein, nicht. Müsste man nicht. Aber ich habe es ja vorher gesagt, dass man 100 Jahre zurückgehen darf bei diesem Krieg suchen, der nicht illegal war. Hm. Das ist übrigens immer noch Thema. Aber zum Schluss, ja, bin ich dran. Kommen natürlich wieder die balsamspendenden Schlussworte für die geschundenen Seelen da draußen. Servus. War das zu viel aufgebaut? Nein, es passt schon. Es passt eh. Schlussworte. Ich möchte ja nur wieder dran knüpfen, was ich am Anfang gesagt habe. Weißt, diese zwei Lager, diese Propaganda, ich habe es glaube ich in der letzten Sendung schon gesagt, und es ist einfach so anstrengend. Mir geht es nicht ein, dass man einen Krieg verurteilt, aber dann den Mainstream
Medien folgen muss. Wenn man sagt, auf der guten Seite gibt es Politiker, die falsch reagieren. Darfst du jetzt sagen, Putin verstehe? Das mit den Waffen kommt mir komisch vor, dass so viele Waffen geliefert werden, weißt? Sind das illegale Waffenhändler? Was ist das, weißt? Darf man nicht kritisch bewerten? Putin verstehe, weißt? Und das kommt mir irgendwie so, das ist so, das tut weh. Und ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Da kann man wirklich nur für sich selber, ja, mit Selbstbewusstsein entscheiden. Ich bin kein Putin-Versteher, ich bin gegen Krieg, ich bin ein freier Mensch und das prangere ich an. Und ja, wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Es funktioniert eben, dass wir uns da hersetzen, drüber sprechen, man sich die Kommentare durchliest und das, was für mich selber ein bisschen reflektieren kann. Aber das ist halt eben gerade sind die Themen, die mich gerade beschäftigen. Ja? Das sind dieses Propaganda und dass du verboten bekommst, deine Meinung zu sagen, weil du sofort wieder in diese Schublade eingestopft wirst und welcher immer. Es ist ja egal. Ist ja egal, wie das heißt. Putin-Versteher, Russland-Versteher oder Nazi oder wie auch immer. Das mit Nazi funktioniert bei Putin-Versteher halt nicht so gut, weil du ein Kommunisten-Nazi wärst, weißt? Aber da, ja, was kann man sagen? Ruhig bleiben, klar bleiben, ja? Mhm. Vielleicht muss man sich in der Früh schon immer einreden, ich bin neutral. Ich bin neutral, weißt? Es gibt Propaganda auf beiden Seiten. Oder sie einreden, ich will nicht recht haben bei einer Diskussion, weißt? Ich will nicht gewinnen. Der Frieden muss gewinnen, weißt? Ja. Weil es bringt nichts, wenn man in der Arbeit oder im privaten Streit hat, ob der Putin jetzt schuld ist oder ob die NATO schuld ist, das wird keinen Frieden bringen. Ja? Da kann man sich nur zusammensetzen und sagen, bitte lasst uns das friedlich betrachten, vor allem in einem neutralen Land. Ja? Und ich denke, unsere Zuseher machen das. Übrigens danke fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Aber macht es die Medienlandschaft auch und unsere Politiker? Und ich denke nicht. Und das finde ich nicht gut. Und jetzt machen wir Schluss. War das aufbauend? Nächstes Mal wird es aufbauender. Ich verspreche es euch. Also ich bin jetzt ein bisschen aggressiver geworden. Aber ich weiß, was mich in den nächsten, bis zur nächsten Woche wieder ein bisschen... Ich bin neutral. Nein, das bleibt mir sowieso im Kopf. Aber um meinen Blutdruck in der nächsten Woche ein bisschen zu senken, werde ich einfach ganz oft so die Masken aufsetzen. Ein bisschen einatmen. Ja. Dann wird es ruhiger. Vielleicht kannst du irgendwas einsprühen, ein bisschen, weiß ich nicht. Ich mache so, ich setze in der Früh die Masken auf, rülp's eine und das ist dann mein Frühstück. Man merkt sofort, wenn ich die Masken aufsetze, dass das Hirn ausschaltet. Merkst du das? So. Und dann muss ich die Sendung beenden, weil der Lucky kann nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Wiederschauen. Bussi. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel.